Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item-Shop, sofort ugleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in den Item-Shop vom 18.08.2019. Wir haben einen neuen Skin im Shop und ein komplettes neues Set. So, wir fangen aber an mit dem Strandbombe. Ja, Standbombe für 1200 V-Bucks, ziemlich cooler Teil, kriegt von mir 7 von 10. Von mir 8 von 10. 4,155 bei 46 Votes und ist am 7. Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 4x 146 Remanders. Dann kommen wir zum Farbensternchen. Finde ich persönlich nicht ganz so toll, klick mal da unten durch die Modelle. Für 300 V-Bucks, ja, 5 von 10. Ich hasse dieses Nexter. So, 5 von 10. Mhm. Von mir kriegt Farbensternchen 7 von 10. 4,5 von 5 bei 12 Votes zum ersten Mal am 7. Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 4x und 6 Reminders. Dann Farbenflieger. Der Farbenflieger, ja, es hat einen Standardgleiter. Ziemlich rundig, knallig hier das Teil. Kriegt von mir 4 von 10. Von mir 3 von 10. 5 von 10. 3,255 bei 12 Votes, das ist vom 7. Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 4x und 5 Reminders. Dann war es von dem Set. Dann kommen wir zum wahren Herz. Oh je, ding ding. Yippie, aber mega beliebt. 7 von 10. 7 von 10. Ja. Von dir kriegt Truart 7 von 10, von mir kriegt Truart 9 von 10. 4,535 bei 76 Votes, das beim 7. Juli 2018 im Shop gewesen, seitdem 17 Mal und 190 Reminders. Dann kommen wir zu Splittersichel. Zu Splittersichel. Kokon Crew. Okay. Ja, für 800 V-Bucks. Oh, das ist ein neues Item. Ja, ich habe die nämlich noch nicht gesehen. Also, ich bin jetzt auch ein bisschen irritiert. Nein. So, mach mal dann mal den Werkzeugeffekt bitte. Ja, das ist ja eine neue Picke. Ich bin gerade am überlegen, Kokon Crew. Was ist für ein. Das ist ein Schmetterlinge, oder? So, auf jeden Fall ein mega interessanter. Eine mega interessante Picke. Ja, das Teil kriegt von mir 10 von 10. Von mir auch. 4 von 5 bei 2 Wurzeln, 14 Reminders. Schmetterlinge? Ach, da ist ja die Schmetterlinge, siehst du? Für 1200 V-Bucks, dreh die mal ein bisschen. Ja, Schmetterlinge kriegt auf jeden Fall von mir 7 von 10. Von mir 8 von 10. 3,155 bei 25 Watts, das beim 14. Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 3x und 28 Reminders. Nachtlicht, Nightlight. Nightlight, kriegt von mir 6 von 10. 3,435 bei 74 Votes, was beim 4. Mai 2018 im Shop gewesen ist, dem 22 Mal und 56 Mal. Da kommen wir zum Lauf ab. Ablachen, 9 von 10. Hast du ja gekauft, den Esel? Ja, habe ich mir gekauft, 9 von 10. 3,8, der kriegt von mir. Moment. Lauf ab, kriegt von mir 8 von 10. 3,85 bei 40 Votes, was beim 4. Juni 2018 im Shop gewesen ist, dem 14 Mal und 95 Mal. Dann kommen wir zum blaues Camo. Camo. Zum blauen Camo, keine Ahnung. Finde ich, sieht eigentlich ganz nice aus. Oh. Zoom mal bitte an die einzelnen ein bisschen ran. Also dann einfach nochmal durchgehen. Blaues Camo finde ich, sieht ganz gut aus. Ganz gut aus und kriegt von mir 7 von 10. Von mir kriegt blaues Camo 8 von 10 sogar. Hat noch keine Benotung und 6 Reminders. Dann kommen wir auch schon zu den neuen Items. Also fangen wir erstmal mit dem Dreieckmuster. Ja. Oh. 10 von 10. Moment. Nee, das hatte ich damals mal. Sowas hatte ich damals mal in Minecraft in einem Texture Pack gemacht. Und das als Animation, ich finde rot und schwarz geil. Also dem gebe ich safe 10 von 10. 10 von 10, ja, das würde ich auch sagen. Für 500 V-Bucks. Ah, warum sind wir hier stehen geblieben? Für 500 V-Bucks schon ziemlich geil. 10 von 10, Dreieck musste. 5 von 5 bei einem Vote und 4 Reminders. Mhm. Dann Blasma-Klinge. Alter. Oh, die kriegt von mir 11 von 10. Werkzeugeffekt. Ne, Werkzeuge.
Ah, ich höre es nicht, das Geräusch. Boah, da kommt auch ein Blitzball raus. 10 von 10. Nee, ich gebe dem 11 von 10. Ich gebe 9 von 10. Echt? Ja. 4,5 von 5 bei 4 Votes und 2 Reminders. Dann, was von der Zeit, dann kommen wir jetzt zum letzten Item und zwar dem Unterdrücker. Da haben wir auch ein Gameplay dazu gefunden. Oh. Oh, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, dass der so animiert ist. Krass. Oh mein Gott. Boah. Das ist schon heftig. 10 von 10. Safe. Dreh den mal bitte, ja. Übrigens auch interessant, eben dieses Backpack von dem, genau. Oh, Alter, ist brutal, dieser Skin kriegt von mir. Absolut 10 von 10. Ja, also für 2000 V-Bucks das Teil 10 von 10 ist schon ziemlich geil. Ja. Haben wir ein Gameplay oben jetzt in der rechten Ecke verlinkt? Genau. 5 von 5 bei 2 Votes und 13 Reminders. Sonst bewerten wir nochmal den Shop. Und zwar sieht es momentan wieder mal so aus. Irgendwie jeden Tag ist mehr hated als love it, ne? Also, Moment, wir gucken uns jetzt nochmal den Shop an. Ich gebe dem Shop ein Love It, weil es ist echt ein guter Shop. Ich auch, ich finde die neuen Items gut und ja, die alten Items sind auch cool. Ja, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Oh, Moment. Wir möchten jetzt mal ganz kurz ein Feedback senden an Epic Games. Epic Games, wenn ihr das seht, Kommentar, Betreff, Brew. Ja, ich hab ja schon, dann müsstest du es über deinen. Ich weiß, ja schon. Ihr macht damit euer Spiel kaputt. Vielen Dank dafür. Feedback senden? Ja. Du bist der Wahnsinn. Ja, geil, ne? Vielen Dank, dass du uns dabei hilfst, Fortnite zu verbessern. Tja, das wollen viele andere auch, aber ihr lasst euch nicht mehr helfen. Ja, ihr lasst euch absolut nicht mehr helfen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Houston ist sofort Creator, sofort Creator TV. Bis dahin, habt noch einen und tschüss.